Hallo Leute, heute bei Elektrotechnik in 5 Minuten. Was ist eine Übertragungsfunktion? Funktion kürze ich auch immer gern mit FKT ab. Steht für Funktion. Was ist eine Übertragungsfunktion? Eine Übertragungsfunktion ist ein mathematisches Konstrukt, was symbolisiert das Verhältnis zwischen dem Eingang und dem Ausgang bei irgendeinem Vierpol. Kommen wir gleich dazu, was das im Detail ist. Also, F, J in Abhängigkeit von J Omega, J ist der imaginäre Anteil und das Omega ist die Kreisfrequenz, ist gleich Y. Y beschreibt den Ausgang, ebenfalls wieder in Abhängigkeit der komplexen Kreisfrequenz, und zum Eingang J, der auch wieder abhängig ist von der komplexen Kreisfrequenz. So, was kann man sich jetzt darunter vorstellen? Man kann sich vorstellen, man nehme irgend so eine Blackbox, die hat hier zwei so Klemmen, plumps, plumps. Hier ist mein Eingang. Hier ist mein Eingang. Und zack, zack. Hier ist mein Ausgang. Hier ist mein Ausgang. Eingang, Ausgang. Und das Verhältnis, was mache ich, wenn ich jetzt hier beim Eingang eine Frequenz mit 10 kHz anlege, was kommt Ausgang an, oder eine Frequenz mit 100 kHz oder mit x kHz oder mit sonst irgendwas, was kommt hier am Ausgang an? Das beschreibt eine Übertragungsfunktion, was diese Blackbox macht. So oft ist gegeben, dass ihr irgendwie die Blackbox ihr seht und ihr müsst dann die Übertragungsfunktion berechnen. Und das geht eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie man vorgehen soll. Und wie geht man vor? Als erstes muss man sehen, was ist das J Omega T? Das ist die Spannung, Spannung kürze ich oft auch mit SPG ab, nicht Eingang, sondern Ausgang, am Ausgang, und das U ist die Spannung am Eingang. So, wenn man das weiß, ist schon die halbe Miete. Ich würde sagen, jetzt machen wir ein praktisches Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Also hier haben wir unsere Klemmen, so wie hier da. Dann kommt die Blackbox. Die Blackbox besteht aus einem Widerstand R1 und hier spannungsteilertechnisch einen Widerstand R2. Und zack, und rüber. So. Hier ist meine Eingangsspannung und hier ist meine Ausgangsspannung. UA, UE für Eingang. Jetzt ist die Frage, wo ist die Blackbox? Die Blackbox ist das hier ist die Blackbox, was wir hier gehabt haben, ist jetzt hier in diesem Kasten mit den zwei Widerständen. So, wie stelle ich jetzt die Übertragungsfunktion auf? Also einmal unser F, J, Omega ist gleich. Bruchstrich. So, was haben wir hier gesagt? Allgemein Spannung am Ausgang. Also sprich, an welchem Bauteil liegt diese Spannung am Ausgang an? Dann schaue ich hin, mein UA. Okay, das ist meine Ausgangsspannung, das ist das da, okay, das ist im Zähler. Wo liegt das UA an? Das UA liegt an diesem Widerstand, an R2. Also schreibe ich hier R2 rein. So, das war's schon. Jetzt die Spannung am Eingang. Spannung am Eingang, UE. Wo liegt diese Spannung an? Da muss man jetzt sich das so vorstellen, diese Spannung am Eingang ist ja wieder so maschengesetzmäßig, mal hier mal mit Rot, ist ja hier so eine Masche,
zack, 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 was sich hier so bildet. Die Eingangsmasche wird auch oft genannt. Und diese Masche, also diese Spannung, teilt sich auf einmal auf R1 und einmal auf R2. Also somit ist die komplette Spannung, die Eingangsspannung an den Bauteilen R1 und R2. Und dann schreibe ich hin R1 plus R2. Und das ist der ganze Käse. Mehr ist es nicht. Das ist die Übertragungsfunktion von diesem System. Ich werde im Weiteren noch einige Videos machen, wie ich Übertragungsfunktionen zu gewissen Gebilden aufstehe, wenn hier eine Induktivität ist, wenn hier eine Kapazität ist und so weiter, wenn parallel hier noch eine Induktivität ist. Und das in meinen anderen Videos. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.